Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Ich habe Leomon noch 12 Stunden von Zero spendiert. Und deswegen können wir nochmal kurz hier langlaufen und hoffen, dass wir es beim ersten Mal direkt schaffen. Wobei, die Bindung ist bei 75, wir dürfen nicht weglaufen für die DNA-Digitation. Wir müssen kämpfen, wenn wir da reinkommen. Na gut, zumindest einer weniger. Ah, du Scheiße, wir kriegen so aufs Maul. Nee, das hat sowas von keinen Sinn. Einer ist schon tot! Okay. Verdammt, die Freundschaft ist für den Arsch, ey. Okay, besiegen wir zumindest Phönixmon oder so. Dann schaffen wir es diesmal nicht. Ach, können wir nicht. Ah, weil die Freundschaft so weit unten ist, ne? Also unsere E-Mail. Wenn deine Partner ein Katana oder ein Schwert haben, ich bräuchte noch einen Übungspartner. Ja! Ich würde sagen, ich trainiere ein neues Team. Wir sehen uns. Okay, Freunde, okay. Leomon, nein! Wir haben gerade die Bindung wieder auf 70% gemacht und wollte sagen, okay, komm, wir gehen und schnappen uns jetzt dieses Dramon. Klasse. Dann hätte ich nämlich eine DNA-Digitation machen können. Naja. Gut. So, was soll's? Hold your partner in your heart and hope for the best. DLC. Die haben nur eine Richtung, haben die gesagt, ne? Moment. Botamon, Ausbildung 2, Rookie, Champion, Ultra, Mega. Okay, alles gut. Aber ich krieg keine Punkte dazu. Deswegen muss ich was anderes nehmen. Ich hätte es gerne gemacht, aber ich krieg keine Bonis darauf. Deswegen kann ich es nicht machen. Auch wenn es echt verführerisch ist, egal. Was haben wir noch zur Verfügung? Ein neues Ei haben wir aber nicht bekommen, ne? Nein, gut. Dann gehen wir auf MP Stärke, Geschwindigkeit, Weisheit, TP, Stärke. Stärke klingt doch gut, oder? Echt, das ist echt ärgerlich. Ich wollte gerade losgehen und den Typen aufs Maul hauen. Und dann sowas. Naja. Yay, Punimon! Du heißt natürlich Reggie. Die Frage ist, sollen wir bei dem Typen für Ausbildung 2 ankommen oder Ausbildung 1? Gehen wir kurz ins Forschungszentrum. Ja. Ach, ich habe das mit Sonntag vergessen, ne? Na, egal. Das ist das Digitations-Dojo, da wollte ich nicht rein. Du bist das Trainingsraum und du bist das Labor. Bring eines deiner Partner Digimon auf im Training 1 und anschließend hier zurück. Ah, ein Digimon, das die Bedingung erfüllt. Danke. Okay, ich habe die Daten. Nun kann ich zurück an meine Forschung. Danke, hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. 10.000 bitte. Hilfst du mir? Bring mir ein Partner Digimon mit einer Wunde zu mir. Okay.
Ah, der gibt uns Bedingungen und wir müssen das erfüllen, damit er quasi uns Geld gibt. Achso, okay, gut, ja. Was soll's, ne? Lassen wir es einmal kurz digitieren, dafür muss ich nicht schneiden. Zack. Und da haben wir schon Zunahmen. So, da ich immer Dinge nehme, die ich noch nicht genommen habe, kommt hier eins, das wir noch nicht hatten. Und es ist Psychemon. Das pinke Garumon. So. Auf geht's zur Digitas, ja. Ich bin ganz gespannt wie eine Fliesemorgan. Weißt du, was sie wird? Eigentlich nicht, weil ich weiß es schon. Garurumon hatten wir noch nicht. Oder Gururumon. Ist das nicht das Original, oder? So. Und das Gururumon digitiert jetzt auch. Das war ein Fake-Pick, ey. Ich glaub's nicht. Aber wir kriegen dafür Black War Growlmon. So, damit haben wir die erste Mega. Ich habe mir was ausgesucht, was wir noch gar nicht kennen. Beziehungsweise von meiner Digitationsliste. Und das ist, genau, der Typ mit der Klinge. Samudramon. Ja, damit ist auch der Zero dahingerafft. Oh je. Yeah. So, hold your partner in your heart and hope for the best. Werden die jemals mit besseren Werten wiedergeboren? Man weiß es nicht. Hier haben wir mehr TP, hier haben wir mehr Stärke und hier haben wir mehr Stärke. Den haben wir schon lange nicht mehr bekommen. So, Pichimon. Wieder dabei. Und hier haben wir natürlich wieder Zero. Da sich keiner mehr meldet, nehme ich jetzt einfach die ganze Zeit immer nur Zero und Regi. So. Es ist eigentlich immer nur eine Trainingseinheit und dann digitiert es. Dann gehe ich schlafen und dann digitiert es. So ist der normale Weg eigentlich. Ja, Bukabat! Bereit für die nächste Digitation? Hier kommt sie! Ach, die Musik ist einfach immer wieder schön. Jetzt so etwas, ja, so was Befriedigendes. Bumamon! Ups, da habe ich mir noch was rüberbekommen, aber er ist beim Kacken digitiert. Ihr wisst alle, was das bedeutet. Er wird scheiße. Nein. Muss mal ganz kurz das Fenster zack, zack machen. Und wir haben Seedramon. So, Seedramon digitiert zu ja, selbstverständlich, natürlich, Mega Seedramon. Ich meine, ergibt sich, weil wir alles noch nicht hatten. Ja, und wieder haben wir ihn beim Kacken erwischt. Und zwar wollte er digitieren. Und da haben wir es. Denn dieses Seedramon wird zu. Was soll's denn schon sonst werden als Metall-Seedramon? Ja, ein Metall-Digimon im Wasser. Das klingt logisch, ne? Rostet ja nicht. Gut, wir haben es geschafft. Wir gucken auf unsere Partner, auf den Zustand. Wir haben hier 56.000 Leben, 22.000 Mana, 4.000 Stärke, 4.400 Ausdauer. Und der Rest ist auch nicht schlecht. Hier haben wir 62.000 Leben, 22.000 Mana, 4.300 Stärke, 5.000 Ausdauer. Und der Rest ist, ja, geht so. Aber das ist doch mal
Positiv. Wir gehen auf die Fähigkeiten, wir gehen auf Regi. Regi möchte... wir haben neue Fähigkeiten erlernt. Was ist das denn? Kampfaura. Und Sturm des Bösen. Kostet aber ziemlich viel. Muss ich schon sagen. Aber eine fette Attacke möchte ich ihm beibringen. Dafür lernst du auch eine kleine Attacke und einen kleinen Boost lernst du auch. Und natürlich eine böse Attacke. Holy shit. Okay, nehmen wir mal die Kampfaura weg. Und wir geben dir eine normale kleine Attacke. Ja. So, kommen wir zu Regi. Regi kann den Tempo-Boost. Sie kann... Oh, Metallattacken kann sie auch, ne? Dann geben wir dir noch das hier und eine kleine Attacke. 120 Schaden, ja, nehmen wir das. So, wir sind ausgerüstet, wir sind stark genug, um weiterzumachen. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt weiter. Jetzt gibt es hier Fratzengeballer ohne Ende. Ja, habt ihr gut gemacht. Mal gucken, wie wir das überstehen. Nicht wahr? Wir gehen als allererstes mal zum Lagerhaus. So, dann abholen, beziehungsweise erstmal einladen. Ja, erstmal alles einladen. So, meine ganzen Trainingssachen. Dann die Autopiloten einsammeln. Die Heildisks. Die Heildisks und die großen MP-Disks definitiv, weil wir nicht so viel haben. Das kann auch nicht schaden. Und ja, das Essen wäre nicht schlecht. Und das war's. Hier haben natürlich unzählige Fische. Ich gehe zum Ausrüstungs... Nee, zum Krankenhaus. Wir gehen zum Krankenhaus. Da ist es ein bisschen billiger einzukaufen. Ich möchte erstmal verkaufen. Nein, das nicht. Und zwar mein bestes Fleisch. Ja, ich habe 300.000. Ich habe endlich es geschafft, bei der Börse ein bisschen was zu verkaufen. Wir holen uns Komplettheilungsdisks. Und sind damit vorbereitet. Ja, wir sind vorbereitet. Obwohl, ich hole mal ein bisschen Mana, ne? Kann ja nicht schaden. Wie viel kosten denn die MP? Große MP kostet... Wieso kriege ich denn nur 5000? Naja. So, und schon bin ich wieder bankrott. Cool, ne? Aber ich gehe nochmal zur Börse, weil es ein neuer Tag ist. Gucken, ob ich vielleicht handeln kann. Geld investieren und so ein Kram. Oh, sieht doch gut aus. So. Viel Geld gemacht, jawohl. So, jetzt geht's dem Typen an den Kragen. Passt auf, Leute. Jetzt kriegt jemand aufs Fressbrett. Aufs Kackbrett, wollte ich schon sagen. Aufs Fressbrett. So. Ich glaube, wir sind auch stark genug, um den Haufen da zu besiegen. Ja, vielleicht komme ich auch so durch. Die haben Angst vor mir. LOL. Optimaler kann es gar nicht laufen, ey. Was ist denn das? Tja! Kannst du knicken, ganz gerne in die Stadt kommen, wenn du möchtest, aber nicht so ein Scheiß, ja? So, die Ressourcen natürlich einsammeln. Jawoll. Oh, 5 Diamanten! Oh mein Gott, ist der Loot hier gut! Oh, ist das episch. Do me a favor. Do me a favor. Ja, auf geht's. Jetzt kriegst du aufs Maul, Bro. Jetzt kriegst du aufs Maul. Ja, komm. Okay, wollen wir mal gucken, wie stark unsere Digimon jetzt wirklich sind. Ja gut, an der DNA-Digitation komme ich wohl nicht vorbei. Heilige Scheiße. Was war das denn?
Oh, beide brauchen das. Na los, Jungs. Ich dachte, ich bin stark genug. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Viech? Macht doch eine Attacke, irgendwas, Jungs. Ich weiß, ihr seid scheiße langsam. Ich kann keine Echse machen? Warum nicht? Warum kann ich keine Echse machen? Oh, er ist gerade erst digitiert. Daran wird's liegen. Ja, super, jetzt, naja, gut. Stimmt, ich habe die Freundschaft gar nicht hochgepusht, ne? Ah, das ist natürlich bitter. Ja gut, dann haben wir verloren. Dann, sollte ich auch nicht weitermachen. Ach du Scheiße, ey. Ja. Na gut, ich muss die Digi-Freundschaft erst hochbringen. Oh, ich habe das vergessen. Wir müssen jetzt die Digi-Freundschaft hochbringen. Scheiße. This can't be happening. Warum? Oh oh. Oh oh! Oh oh! Oh! Gott war mir gnädig. Boah! Aber ich habe keine Items zum Heilen. Das geht nicht. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ohne Heilungs-Items. Aber vielleicht reichen 100.000 Leben, also 999 oder 99.000. Oh, Susanomon! Himmelsklinge! Ach, bloß die Zeit läuft weiter. Ja, die Zeit läuft weiter. Ich muss es in 7 Minuten schaffen. Jetzt macht er auch noch seine Ulti. Ach du Scheiße. Ultimative Flamme. Ich habe Items. Wieso ging das eine Mal nicht? Okay. Verteidigung drastisch. Das ist nicht so gut, deswegen komplett Heilungsdisk. Und wegen den hier nochmal. Okay, so schaffen wir es. Oh Gott, 7 Minuten, ey, das ist nicht genug. Die Attacke, die du gerade machst, kannst du vergessen, Junge! Himmelsklinge! War schon besser. Taktikmenü, bitte die starken Attacken. Oh, jetzt macht er auch sein Ulti. Ja, was ist das für eine heftige Attacke, sag mal. Ah, super. Nice. Und unsere BP hat er sich nur halbiert.
Jawohl. Meine Klinge. Oh, ich hab ihn besiegt. LOL. Triple LOL. Armageddon besiegt. Wow. You're really amazing. Nothing in this world could beat you, I'm guessing. Wow, du bist wirklich fantastisch. Ich schätze, dich kann nichts aus dieser Welt schlagen. I'll look after Noir. This will be my way to give back to the digital world. Zero, ich passe auf Noir auf. Damit werde ich meine Schuld an der digitalen Welt wieder gut machen. Could you fight with me once more? Würdest du... Was? Würdest du noch einmal mit mir kämpfen? Ich habe eine Herausforderung für dich. When I was in fifth grade, there was a decision that I passed on. But now, I'm ready. Als ich in der fünften war, bin ich einer Entscheidung aus dem Weg gegangen. Aber jetzt bin ich bereit. Thanks. When the time comes, I'll be ready. Danke, wenn die Zeit kommt, werde ich bereit sein. Digimail. Shine Greymon, ich halte mein Versprechen. Ich bin wieder vollständig geheilt. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen, aber jetzt kann ich endlich mein Versprechen erfüllen. Ich werde in die Stadt ziehen und dir helfen. Ich kann es gar nicht erwarten, dich wiederzusehen. Ohne dich hätten wir ihn nie besiegt. Du schaffst wirklich alles, aber du warst schon immer stark. Vielen Dank, Zero. Ja, cool, wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Soll ich jetzt nochmal zu Digimon gehen oder was? Warte, Moment. Got a second? Du musst zurück, Zero. Ich habe gute Neuigkeiten. Made my day. Die Aboro hat sich der Stadt angeschlossen oder etwa doch nicht? Es ist direkt ins Dimensionsviertel gegangen. Es müsste jetzt dort sein. Made my day. Ach so. Nee, oder? Shine Greyborn hat sich der Stadt angeschlossen. Es ist ins Dimensionsviertel gegangen. Da ist irgendwas mit den anderen Dimensionen los. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 138. Ich hätte nie gedacht, dass es einmal so gut laufen würde. Lass mal sehen, Dimensionsviertel. Der ist wahrscheinlich da drin, oder? Du bist gekommen, wie immer spät. Die Dimensionspfade sind neu stabilisiert, danke ich. Wir können nun in Dimension M reisen, so nenne ich sie. Dieses Ding hat sich gleich häuslich niedergelassen. Schau es dir an, wenn du etwas mit ihm zu tun hast. Und eine Sache noch, du solltest im Jenseits auf der Hut sein. Die Zeit verhält sich dort anders als hier, du kannst nur begrenzt lange auf der anderen Seite bleiben. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wirst du gezwungen, hier zurückzukehren. Und sobald du einen Dimensionspfad betrittst, wird er instabil. Er braucht etwas, bevor er sich wieder stabilisiert hat. Genau genommen einen Tag in der Zeit unserer Welt. Aber das spielt keine Rolle, wenn du stärker als das Ding dort bist, hehe. Gucken mal nach, was hier abgeht. Ach, das ist das gute alte Ding. Oh, was? Scheiße, okay. Ich dachte, die hatten Angst vor mir. Hat die nicht Angst vor mir? Naja, egal. Ich gehe raus, ich bin zu geschwächt. Und ich muss die Freundschaft wieder zurückstellen. Das wäre echt geil. Willst du kämpfen? Du bist etwas Besonderes. Hoffentlich schaffe ich es eines Tages so zu sein wie du. Ja. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Ja, cool. Ja, damit haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir noch die letzten Digimon quasi einsammeln und uns einen Keks freuen. Und ja, mal gucken. Dafür müssen wir allerdings die Digi-Freundschaft erstmal hochbringen. Ich weiß gar nicht, wie haben wir das gemacht? Oh, ich bin kurz vom Level up. Steigert den Effekt von Schimpfen und Lob. Steigert Bindung und Digi-Freund beim Essen und beim Toilettengang und im Schlaf. Aha, das heißt Essen. Na ja, gut, ich würde sagen, wir trainieren nochmal einen Tag und dann sehen wir uns morgen. So, ich habe nochmal einen Tag trainiert, damit wir die Digi-Freundschaft auf 100 schaffen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt genau haben. Ne, wir müssten eigentlich noch einmal essen, aber egal. Das wird schon passen, der nächste Gegner wird bestimmt nicht so stark sein. Hoffe ich. Zu den Landwirtschaftsfeldern bitte. So, dann möchte ich gerne nochmal zur Börse. Weißt du was? Scheiß drauf. Es ist gerade so billig, ich kann nicht anders. Oh Gott, ich habe kein Geld mehr. Naja, ich würde sagen, wir gehen mal zum Sender. Was ist los, Jungs? Ich schwöre, da hat sich gerade einer beschwert. Ich möchte gerne zu Kapmod Hinterland. Hinterland war richtig, ne? Ach nein, war es nicht. Egal, dann laufen wir rüber. Ja, dieses Lidra-Viech ist aber noch nicht da. Es ist in der Kabine. Kann ich sein, dass mir gesagt wird, dass es hier ist oder das ist nicht hier? Okay. Niemand da, da ist nur Varus-Sidramon. Ja, verrückt, keine Ahnung. Ich werde das googeln nach der Folge. Dann werde ich gucken, was ich da machen muss. Aber dann laufen wir erstmal rüber. Vor allem habe ich auch Angst gegen die gegen Blackwar Greymon und so anzukämpfen. Könnte hässlich werden. Da hinten links bist du nicht, oder? Nein. Ich glaube aber doch, dass wir irgendwie einen Fisch brauchen, damit er aufploppt. Aber kurz angeln ist ja wohl erlaubt. Ein Fisch, gib mir wenigstens einen Fisch, dann gehe ich wieder weg. Nice. Die Setzlinge hatte. Doch, ey, ganz ehrlich. Naja. Gehen wir mal rüber. Ihn müssten wir eigentlich ohne DNA besiegen, ne? Dann müssten wir uns theoretisch nur noch ausruhen und da gibt's Fratzengeballer. Gegen Phoenix, Mann. Vor allem müssen wir den Typen besiegen, damit wir herausfinden können, wo noch ein Digimon auf uns wartet. Toll. Hör auf, ihn hin und her zu schieben, Mann! Sonst müssen wir gleich gegen ihn kämpfen. Danke. So, ich habe ein Digimon mit Klinge, Freundchen. Würdest du in einem Training gegen mich antreten? Klar, kämpfen wir natürlich. Oh, ich danke dir, dann mal los. Okay, das müssten wir eigentlich sauber hinkriegen, ne? Ansonsten den Addiktation und Tag warten. Bei 40 schon echt hart ist.
Der kriegt nicht mal wirklich Schaden. Ja, gut, an DNA kommen wir nicht vorbei. Wenn wir es denn können. Das ist die andere Frage. Wir werden es sehen. Oh, Moment. Wir haben noch nicht genug Punkte. Warum geht das nicht? Brauchen wir echt 100%? Ja, dann kriegt ihr beide so ein Ding. Dann seid ihr geheilt. Alter, beides zusammen, Mann. Beides zusammen. Wir hatten ja noch nicht die 100% voll. Mal gucken. Ach du Scheiße, wir machen hier überhaupt gar keinen Schaden. Komm, nimm das mal das. Was soll das mit der vielen DNA-Digitation? Ganz ehrlich, das regt mich auf gerade. Brauche ich das wirklich? Ja, weißt du was? Sterb, Jungs. Das wird nichts ohne DNA. Okay, ich muss das erstmal in irgendeinen Kacknoob-Digimon testen. Wenn wir kein DNA hinbekommen, dann kann ich die Gruppe vergessen. Oder soll ich es versuchen? Na komm, ich versuche es. Ach. Was bürge ich mir schon wieder auf, hä? Was bürge ich mir schon wieder auf? Es ist voll teuer, das Zeug, und ich verschwende es gerade. Oh, jetzt macht er so ein Ulti. Dunkles Brill. Nur ja, ist gleich, ne? Nimm dies. Und das. Use this. That's right. Get off. Good aim. That's right. Wir können es definitiv schaffen, so ist es nicht, ne? Es kostet halt nur Zeit und Nerven. Ach, der hat die falsche Punkte bekommen. Das ist doch bei Hex, ey, ganz ehrlich. Ich und mein Glück, brauche ich echt die 100%? Wir werden es ja sehen, wenn wir eines Tages gewonnen haben. Der Falsche kriegt die ganze Zeit Punkte. Meine Fresse. Und dabei sind die schon so krass trainiert, weißt du? Ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie voll scheiße trainiert oder so. Here goes. Not good aim. Ja, komm, machen wir, wie es ist doch Multi. Ach, geht gar nicht. Weil der erstmal seine macht. Ja, mit dem richtigen Geld kann man eigentlich alles schaffen. Naja, ich war schon kurz davor aufzugeben. Ja, ich merke schon. War vielleicht nicht die beste Idee. Ich hab dich doch gerade von deinem Scheiß-Effekt geheilt, Mann. Was ist dein Scheiß-Problem? Ich scheiß dir gleich ins Gesicht.
Irrwischschlag. Okay, noch ein Drittel an Leben. Das kriegen wir hin, Jungs. Ihr seid die Besten. Das wissen wir alle. Na komm, greif mal ganz kurz an. Oder krieg ich erstmal aufs Maul, das geht natürlich auch. Ich hatte doch nur 120? Hä? Versteht nicht. Na gut, wenn das Spiel meint, ich kann drauf drücken, dann drücke ich natürlich drauf. Ist ja logisch, ne? Oh Gott. Dann mach du mal dein Ulti. Der reizt so in den Kampf wieder. Anders kann ich nicht gewinnen. Nimm die! Oh Gott. Aber gut, dann haben wir wenigstens die DNA-Digitation nicht verbraucht. Und der ist ja wohl 100-mal stärker als Leomon, ganz ehrlich. Aber ein, zwei Ultis und dann ist er hinüber. Das kann ich euch sagen. Kann ich irgendwie bei jedem eine Ulti machen? Hm. Verstehe nicht, warum es so billig war. Na komm, nimm das. Und das. Und nochmal. Doch, diese Befehle manchmal, ne? Ich musste genau da drücken, drauf drücken, wenn der Schaden kommt. Das habe ich gemerkt. Aber es klappt irgendwie nicht immer. Na komm, Sidramon. Einer noch. Das war gar nicht Sidramon. Oh, hoppala. Toll. Eine richtige Attacke, komm. Oh, ich bin so blöd. Hey, ist er tot? ja, jetzt schaffe ich es. Danke für deine Hilfe. Das nächste Mal werde ich mit seinen Attacken zurechtkommen. Das nächste Mal habe ich vielleicht gute Neuigkeiten für dich. Freue dich auf den Ausgang meines Kampfes. Ja, dann gewinn doch endlich mal. Komm endlich in die Stadt. Hör auf mich zu nerven. Okay, now. Kann ich ja nicht angeln? Ja, cool. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Ich werde jetzt erstmal fröhlich vor mich hin angeln und gucken, was ich überbrauche. Haut rein, euer Zero. Tschüss.